So, Leute, wir haben den 4. Februar 2023 und wie jedes Jahr am 4. Februar mache ich ein Gift Edition Bundle auf. Das mache ich, seit ich den Kanal wieder angefangen habe, und das werde ich so lange tun, wie Gift Edition Bundle rauskommen, und so lange werde ich sie am 4. Februar öffnen. Das ist halt mein Geburtstagsgeschenk an mich. Und ja, gucken wir uns mal an, was wir haben. Brothers Wars, das ist das neueste Gift Edition Bundle, was ich in die Finger bekommen habe. Und ja, Müll. Gucken wir uns das Ganze mal an. Die Gift Edition Bundle zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer noch einen Collector Booster drin haben. Und ach ja, da war ja was. Optimus Prime und Bumblebee. Der nicht Bumblebee heißt in dieser Version. Die klassischen. Ja, lassen wir das. Gucken wir uns hier mal an. Wir haben die Box mit diesen Steel Machines von Ursula Mishra. Ich glaube, die sind von Ursa. Gucken wir uns das mal an, was wir hier haben. Wir haben mal wieder so ein Ding mit, ach du Scheiße, Optimus und dem anderen Typen. Nochmal Optimus und Bumblebee. Ach, das ist nicht Optimus, das ist Megatron und der Fliegtyp. Ja, mehr Transformer als Magic in dieser Box. Und das kann weg. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Tatsächlich ist es so, dass ich mir noch kein Bundle-Opening angeguckt habe. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Also im Sinne von, wow. Okay, das finde ich dämlich. Das ist das Zeichen von den Transformern statt dem Zeichen von Brothers War. Das finde ich ein bisschen dämlich. Ansonsten sieht der echt hübsch aus in diesem Blau-Rot. Das gefällt mir gut. Man sieht auch richtig die Marmorierung. Ist ein hübscher Würfel. Wenn da ein anderes Zeichen drauf wäre. Ja, dann kommt die Box. Die Box kann beiseite. Die Boxen sammle ich. Und gucken wir uns erstmal an, was das hier ist. Hier sind Papierbooster. Bro Regular Bundle. Bro Premium Bundle. Ach, die sind auch im Regular Bundle anscheinend so drin. In diesem Papierbooster. Müll. Sind das jetzt nur Basics? Das sind nur Basics. Danke, Wizards. Danke. Nicht. Und hier kommt das Premium Bundle. Da bin ich jetzt mal gespannt, was hier so drin hat. Weil, hier müsste ja theoretisch mehr cooler Kram drin sein. Wir haben einmal Queen Kayal Bin Krug. Die ist halt leicht off-center da oben. Sieht man das? Diese 1 und so weiter. Das ist ja dämlich. Man sieht auch hier das Zahnrad fast gar nicht. Ja, 2, 3, 4 Mana, Discard alle Karten von der Hand und ziehen so viele Karten neu. Du kannst ein Artefakt Kreatur Mana Kosten 1 discarden und dasselbe mit Mana, eine Kreatur Mana Value 2 oder 3. Und die kann man zurück ins Spiel. Was? Nee. Und wir haben ein Cyclonus the Saboteur. Das ist das Flugzeug, was vorne drauf ist. 4 Mana, 2, 5. Mormon Beats Eye, fliegend. Wenn er Schaden zufügt, dann conniveft er. Und wenn er Stärke 5 oder höher ist, dann convertet er. Und zwar in das Flugzeug mit 5, 5 fliegend. Und wenn er wieder Schaden zufügt, convertet er. Und da ist eine zusätzliche Phase. After this. Was? Additional Beginning Phase after this phase. End Tap, Upkeep Draw. What? Der ist übrigens krumm. Und dann haben wir eine Menge nicht Full Arts, aber Foiländer. Danke, Wizards. Irgendwie nehmen wir hier auch. Und ja, wie immer gehen wir das so durch. Wir haben jetzt 8 Set-Booster und ein Collector-Booster. Das Collector-Booster machen wir am Ende. Die Draft-Booster. Ich will mal Draft-Booster sagen, weil im Bundle immer Draft-Booster drin waren. Die Set-Booster gehen wir so durch, dass ich durch die Uncommons und Commons skippe. Und nur die Rares und vielleicht die Artefakte zeige mit dem anderen Border. Was die Bewandtnis hat, dass das sonst einfach zu lange dauert, was wir hier machen. Und wenn ich halt irgendwas Cooles finde wie Mountain, dann gehe ich genauer darauf ein. Aber ansonsten lassen wir das. So, jetzt wir zum Beispiel. Sehr gute Ankommen. Corrupt, sehr gute Ankommen. Ivory Tower, sehr cool. Dann haben wir einen Brothers Hood End. Danke dafür. Das war gut. 2 rote und 1 fügt 3 Schaden an jeder Kreatur und jedem Planeswalker zu. Oder wir zerstören Artefakte. Alle Artefakte machen kosten 3 oder weniger. Sehr, sehr viel gespielt aktuell. Und wir haben noch die Wings. Und, ah ja, hier sind ja auch Flipkarten drin. Sind ja Flipkarten drin. Es ist ja nicht so, als ob wir hier bei armen Leuten wären.
wir sind bei Magic. Da muss man reich sein, um hier mitspielen zu dürfen. Zumindest, wenn man mit dem Geburtstag von letztem Jahr feiern möchte. Wow. Ich wollte kurz sagen, das ist aber die falsche Titania. Was hat sie denn hier für ein Symbol? Ist das das? Hä? Help? Send help? Was ist das für eine Titania? 6-6, du kannst Forest aus dem Friedhof spielen. Wenn Forest in der Untergrund spielt, kommt, kriegst du ein 5-3 Ding. Und die ist aber, ja, die ist nicht Ding. Da haben wir Key of the City. 2 Mana, Karte discard, eine Kreatur kann irgendwie geblockt werden. Wenn die enttappt wird, können wir 2 Mana seine Karte ziehen. Dann haben wir den Ursa, aber das ist auch nicht. Nee, das ist auch nicht der. Und das ist kein Soldier. Der ist halt 4 Mana, 2, 3, Artefakt, Kreatur, kriegen wir plus 2. Und für 6 Mana kriegen wir eine Copy von einem Artefakt, das zu kontrollieren. Nur, dass es halt ein 1-1 Soldier ist zusätzlich. Diese Booster verwirren mich unendlich sehr. Da sind Transformer drin. Da sind irgendwelche Karten drin, die manchmal flippen, manchmal nicht. Und es ist ein sehr, sehr weirdes Set. Und ich mag das Set tatsächlich auch nicht. Und, warum kein Engine? Die erkenne ich. Die hätte ich ganz gern. Gleich in dem Collector Booster. Mit einer 1 davor. Dankeschön. High Wire Might. 4 gespielte Karte. Ein Mana 1-1. Wenn ich stirb, kriegen wir 2 Leben. Für ein grünes können wir das Ding opfern, um ein Artefakt zu exilen. Sehr gut, sehr wichtig. Gilded Lotus, 5 Mana tappen für 3 Mana. The Temporal Anchor, 6 Mana, legendäres Artefakt. Zu Beginn der Upkeep, scryen wir 2. Und wenn wir eine Karte drunter legen, können wir die Karte exilen. Und während des nächsten Zugs können wir die exilten Karten spielen. Okay. Und Dreams and Steel Oil. 1 Mana, Target reveals the hand, Artefakt or Creature Card from it, exiles the card. Strom. Aber keine Karte von der Liste bisher. Was ich sehr schade finde. Wirklich schade. Und Bosch Algenwund. Nein, andere komische Golems. Forest. Hier ist nur Quatsch. Quatsch. Outer City. Wird auch ganz, ganz viel gespielt. Griechbezaubs nur ein Trampel. Wenn sie viel, ziehen wir eine Karte. Wird sehr, sehr gerne gespielt. Das Tome. 3 Mana, 2 Mana tappen, ziehen eine Karte, wirf eine Karte ab. Dann Draconic Destiny. Was auch immer Draconic Destiny ist. 2 rote und ein farbloses. Die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1, fliegend Eile und den Dracheneffekt und ist ein Drache. Und wenn die Kreatur stirbt, nimmst du sie auf die Hand. Das ist nicht bad. Schon wieder eine Foil. Ist da immer eine Foil drin? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die stimmt, hier war immer eine Foil drin. Weakstone Suggestion und ein Minigame. Ja, wie gesagt, die Minigames habe ich ja aufgehört vor diesem Set sogar schon. Letztes Jahr. Weil ich es sehr schade fand. Ich mochte die Minigames wirklich sehr. Und ja. Da ist eine Titania, die will ich haben. Aber warum ist die auf dem Kopf? Ja, egal. Ist nicht so wichtig. One left. Oh, Colonel is Wake. Sehr, sehr gute Karte. Exil alle Friedhöfe und Spieler können keinen Nicht-Kreaturen-Zauberschancen und du exilst das Ding. Sehr, sehr starke Karte. Sollte man öfter spielen. Dann haben wir Scarstream Power Hungry. Der ist da drauf. Scarstream ist da drauf. 3 Mana, 2, 3 fliegend, immer wenn eine Karte zieht und du ein Monarch bist, verliert ein Gegner 2 Leben. Immer wenn eine Kreatur Schaden zufügt, konvertieren wir den. Und wenn wir den konvertieren, dann fliegen Menes Eile, wenn der dem Gegner Schaden zufügt und der kein Monarch ist, werden wir Monarch. Und wenn wir einen Monarch bekommen, konvertieren wir den wieder zurück. Okay. Dann haben wir Key of the City schon wieder. Dann haben wir Toskais. Dick Side Mentor. 4 Mana, 4, 3. Kreaturen haben Wachsamkeit und Surveil 1. Für 6 Mana können wir die exilen und eine beliebige Anzahl an Artefakten Mana-Value von 10 oder weniger aus dem Friedhof Spiel bringen. Okay, kann man mal machen. Und ja, sonst? Keine Ahnung. Aber das ist schon wieder so ein aus dem Friedhof heraus Sachen exilen und Artefakte. Und also abgesehen davon fällt mir jetzt gerade auf, die Booster, die zerfliegen ja richtig. Die sind ja richtig mies. Sind die in Amerika gemacht? Natürlich sind sie in Amerika gemacht, oder? Made in USA. Da steht's. Die zerfleddern richtig. Man merkt es auch an der Qualität der Karten. Die ist mies. Die ist wirklich mies, Brudi. Botanist. Was? Gerade noch drüber gemeckert. Was zur Hölle? Wartet. Ah. Okay. Wir haben noch einen Highwire-Mate. Das ist ganz cool. Defabricate ist auch nicht schlecht. Go for the Throat, auch ein guter Spell. Dann haben wir die jetzt so rum.
Burnished Heart, gute Karte. The Stonebrain, eine Karte, die meiner Meinung nach richtig teuer werden kann, immer noch, wenn man sie gut benutzt. 2 Mana für 2 Mana tappen, exilen wir den, suchen einen Kartennamen aus und searchen den gegnerischen Deck, Handfriedhof nach Karten mit demselben Namen. Wenn wir Karten aus seiner Hand rausnehmen, dann darf er die entsprechend viele Karten ziehen. Und irgend so eine Loran Discipline His of History. Ist Loran nicht auch diese Dame, die das Ding zerstört? Turn target artifact from your grave to your hand. Und Power Stone. Quality Control at its finest, sag ich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Wenigstens sind genug Booster drin. Das weiß man ja auch nicht. Und das ist, was ist das denn für eine Tentakel? Das ist Sculpting Steel. Oh mein Gott, das ist ein Sculpting Steel. Okay, kann man machen. Schon wieder. Jetzt wird's langsam lächerlich. Repair, Recharge, Keeper, Steel-Exemplar. Das Demolition Field, das ist tatsächlich ganz cool. Self-Assembler, Adaptive, Autonom. 3-2-2, wenn ein Spielfeld kommt, suchen wir uns Kreaturtyp aus. Und die ist zusätzlich dazu, dieser Kreaturtyp. Und alle Kreaturen mit diesem Kreaturtyp kriegen plus 1-1. Simeon Simulacrum. Ach, Simeon Simulacrum, nicht Solomon Simulacrum. 3-2-1, wenn ein Spiel bekommt, legen wir 2-1 mal auf eine Kreatur und Unearth. Das ist nicht bad. Foil und Power Stone. Immer noch keine Karte von der Liste. Können wir eine Karte von der Liste haben? Ich mag die Liste, ja. Und nee, können wir nicht. Aber wir können erklärt haben, was die Liste ist. In 1 aus 4 Set Boostern ist eine handpicked Karte. Das sind jetzt 8 und ich habe keine. 1 aus 4. Wizards kann das. Dann komische Autonoms. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Hier sind die Ankams jetzt nicht wieder andersrum. Das ist natürlich schon mal ganz nice. Lay Down Arms nicht schlecht. Self-Assembler. Und Sanctum of Nature. Das ist ganz cool. Wenn ein Spielwerk kommt, kommt Endtappt ins Spiel, es sei denn, wir kontrollieren. Nee, es kommt Endtappt ins Spiel, es kommt Getappt ins Spiel. Ach Gott. Getappt ins Spiel, es sei denn, wir kontrollieren eine grüne legendäre Kreatur. Für Tappen für ein grünes, 4 Mana kriegen wir 2-2 Bären. Und auf der anderen Seite ist es halt der untere Hälfte von Titania, die irgendwelche Dinge tut. Hero of the Dunes. Das waren die Set-Booster. Wisst ihr jetzt, warum ich Brothers War nicht geil finde? Deswegen. Das ist halt fast nur Müll da drin. Und alle Leute hypen das Set wegen diesen Collector-Boostern, weil da halt nummerierte Karten drin sein können. Und ich finde es halt so weak. Ich finde das Set so nicht cool. Ich mag das Set überhaupt nicht im Vergleich zu vielen der anderen Sets. Und hier haben wir, oh geil, wir haben einen Robot. Ein Robot. Ein Token von den Transformern. Der total der soll so. Okay, ich dachte, der wird total zerkratzt. Airlift Kaplan, die Wings, dann haben wir so ein Foil, Forest, Awaken the Woods, 2 Grüne und X, wir kreieren X grüner Dryaden, Land Creature Token, der Effekt, okay, wir machen Dryad Arbors, Ritualist, das ist ein Deathbloom, 5 Mana, 3-5, tappen X Mana, wobei X die Anzahl an Kreaturen empfindet, nicht schlecht. Was bist du? Senril Avenger Ace, 203-1, Human Pilot, solange der eine Kreatur ist. Nee, solange eine angreifende Artefakt-Kreatur ist, wird der Schaden Solange eine angreifende Artefakt-Kreatur, die ihr kontrollierst, angreift. Okay. Wird aller Schaden, der die bekommt, verhindert. Wenn die getappt wird, exilieren wir aus den 6 Karten, können Vehikel davon angreifenden Spielbrücken. Ne, wir können Vehikel oder Artifact Creatures bei Kassen. Die Karte ist komisch. Und die tappt er. In Foil. Aber leider das falsche Artwork. 0 Mana 02 liegt. Wir haben das andere Artwork gar nicht gesehen. Boah, dieses dekonstruierte auch nicht. Ist nicht so das geile Bundle. Bonesaw. Da ist zum Beispiel ein Goblin Charbelcher. Sehr cooles Artwork. 4 Mana, 3 Mana tappen. Wir zeigen oben von unserem Deck Karten auf, bis wir ein Mountain vorzeigen, beziehungsweise ein Land. Wenn es ein Mountain ist, fügt er doppelt so Schaden zu. Das spielt bei manchem All Spells im Sideboard.
mein Handy mit. Und man hat halt keinen Länder im Deck. Dementsprechend nimmt man sein ganzes Deck und hat einfach gewonnen. Dann haben wir einen Optimus Prime Hero. 6 Mana, 4-8 Foil. Zu Beginn des jeden Endstep Bolster 1 und wenn der stirbt, bringen wir den unter Kontrolle. Konvertiert zurück. Okay. Und wenn er konvertiert ist, dann ist der Optimus Prime Autobot Leader. Auch ein Foil. 6-8 Trampel und wenn er angreift, Bolster 2. Dann kriegt eine Kreatur noch Trampel, die wir gechoost haben. Und wenn sie mit einer Schaden zufügt, wird er konvertiert. Okay. Optimus Prime, meine Damen und Herren. Und wir haben einen die Dixide Mentor innen voll. Das war mies. Ich lasse mir die Laune nicht verderben. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ihr könnt ja trotzdem, trotz dass es so mies ist oder weil es so mies war, dem Video eine Wertung da lassen. Daumen nach oben. Wäre super, weil nee, motiviert mich sonst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.